Die enorme Nachfrage nach Behandlungen zur Gewichtsreduktion und der Ausbau der Produktionskapazitäten lassen die Umsätze mit Abnehmspritzen explodieren. Experten erwarten, dass diese Medikamente bis Anfang der 2030er Jahre einen weltweiten Jahresumsatz von rund 150 Milliarden Dollar erreichen könnten. Noch vor einem Jahr lagen die höchsten Umsatzschätzungen bei 100 Milliarden Dollar. Michael Kleinrock, Senior Research Director beim Marktforschungsinstitut IQVIA, betont, dass es ungewöhnlich ist, dass ein Medikament so viele Menschen fasziniert. Im letzten Jahr beliefen sich die weltweiten Ausgaben für Adipositas-Medikamente laut IQVIA auf 24 Milliarden Dollar und könnten bis 2028 auf 131 Milliarden steigen. Ein regelrechter Hype um Adipositas-Medikamente herrscht schon länger. Prominente wie Elon Musk und Kim Kardashian sollen von den Abnehmspritzen profitiert haben. Die Abnehmspritze Wegovy und Novo Nordisk sorgen für ein längeres Sättigungsgefühl und führt laut Studiendaten in Kombination mit einer Ernährungsumstellung und Sport zu einer durchschnittlichen Gewichtsabnahme von rund 15%. Das Mittel gehört zu den GLP-1-Agonisten, die ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurden. Auch Eli Lilly ist mit dem Mittel Zepbound im Rennen. Weitere Mittel befinden sich in der Entwicklung. Die meisten Krankenversicherer decken die neuen Therapien nicht ab. In Deutschland sind sie von der Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen zum Beispiel komplett ausgeschlossen, da Arzneimittel zur Regulierung des Körpergewichts als Lifestyle-Medikamente gelten. Die Behandlung kostet monatlich mehrere hundert Euro. Kleinrock betont jedoch, dass immer mehr Menschen bereit sind, die Medikamente selbst zu bezahlen. Die Hersteller hoffen auf zukünftige Erstattungen und veröffentlichen weitere Studiendaten, die den gesundheitlichen Nutzen der Abnehmspritzen belegen sollen. Ob das Umsatzvolumen von 131 Milliarden Dollar erreicht wird, hängt laut Kleinrock auch davon ab, wie lange Patienten die Abnehmspritzen verwenden und ob die Medikamente künftig auch zur Behandlung anderer Krankheiten eingesetzt und von den Kassen erstattet werden können. Ein deutlicher Schub wird zudem durch die Ausweitung der Produktion erwartet, an der die Hersteller derzeit arbeiten. Das Angebot von Wegovy und Zepbound ist aufgrund der hohen Nachfrage noch eingeschränkt. BMO Capital Markets schätzt nun, dass der jährliche Umsatz mit Abnehmmedikamenten bis 2033 150 Milliarden Dollar erreichen wird, verglichen mit einer Vorjahresprognose von über 100 Milliarden in den frühen 2030ern. Leerink prognostiziert bis 2032 einen Jahresumsatz von 158 Milliarden Dollar. David Song, Portfolio Manager des Thema Obesity and Cardiometabolic ETF, betont die hohe Verbrauchernachfrage und den ungedeckten medizinischen Bedarf. Mehr als 100 Millionen Amerikaner sind fettleibig, weltweit fast eine Milliarde Menschen.